Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 4. September 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, wir starten in eine neue Woche, wo ich euch gern wieder astrologisch begleiten mag. Und heute, ich habe es am Freitag im Tageshoroskop schon erwähnt, heute wechseln zwei Planeten die Richtung. Und zwar Venus wird im Löwen wieder direktläufig und Jupiter wird im Stier rückläufig. Venus ist jetzt hier heute Morgen um 3:20 Uhr schon direktläufig geworden. Jupiters offizielle Rückläufigkeit beginnt dann heute Nachmittag 16:11 Uhr. Es bedeutet, wenn Planeten die Richtung wechseln, also wenn sie in ihrer scheinbaren Bewegung, die ja nur deswegen zu sehen ist, weil sich die Erde mitbewegt, scheinbar rückwärts laufen oder wieder vorwärts laufen, dann gibt es so eine Phase, abhängig von der Geschwindigkeit des Planeten, wo sie dann, wenn sie die Richtung wechseln, immer ein paar Tage vor und hinterher, bei den langsam laufenden Planeten sind das sogar Wochen, wo der Planet quasi stillsteht, wo er sich überhaupt kaum bewegt. So, das ist selbst bei der schnellen Venus jetzt so. Sie ist zwar offiziell wieder direktläufig, ist aber im Moment stationär. Das heißt, sie bewegt sich eigentlich nicht, kaum, wird erst in den nächsten Tagen dann so allmählich wieder in Bewegung kommen. Das gleiche gilt für Jupiter, der aufgrund seiner Richtungsänderung von direktläufig zu rückläufig auch im Moment steht. Das bedeutet aber auch, wenn die Planeten stationär sind, bedeutet das auf der einen Seite, hier passiert im Moment nicht viel. Es geht weder vor noch zurück. Das ist quasi, können wir uns vorstellen, wie mit dem Auto, weder vor noch zurück. Man steht quasi im Stau oder man steht auf dem Parkplatz. Andererseits ist es aber auch so, dass durch die stationäre Phase diese Planeten in ihrer Funktion genauer beobachtet werden können. Ne? Klar, jemand, der sich schnell bewegt, ist weniger gut zu beobachten oder zu fotografieren beispielsweise als jemanden, der stillsteht. So, und so können wir bei Venus einmal besonders stark in diesen Tagen auf eben Werte und Beziehungen schauen. Ohnehin wichtig, also bei sowieso Venus-Themen, aber besonders wichtig auch im Löwen, der Selbstwert. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, hier mal zu schauen, gerade hier, wo Venus dann ja allmählich wieder direktläufig wird, wie sieht es eigentlich aus mit meinen inneren Werten, mit meinen äußeren Werten? Gibt es hier etwas, was sich verändern kann oder muss? Und das Gleiche gilt auch für Beziehungen, ganz egal, ob ich jetzt in einer Beziehung bin, eine Suche aus einer raus möchte, wie ist hier mein eigenes Verhalten? Kann ich jetzt hier an mir und meinem Beziehungsverhalten, meinen Vorstellungen etwas verändern? Das gleiche gilt für Jupiter, nur nicht natürlich unbedingt bei Werten und Beziehungen, sondern Jupiter, da geht es auch um den Sinn, die Sinngebung. Das wissen wir alle. Wenn unser Leben einen Sinn für uns macht, dann sind viele Schwierigkeiten, Hindernisse viel leichter auszuhalten, weil wir ja einen Sinn dahinter vermuten oder sehen, als wenn es für uns alles sinnlos ist. Nun ist es aber so, dass der Sinn des Lebens nicht unbedingt implantiert ist, sondern den Sinn des Lebens müssen wir für uns selbst ergründen. Das müssen wir selbst in gewisser Weise ausgraben oder uns bewusst machen. Und auch bei Jupiter gilt das so, also auch hier mal über die Sinngebung zu reflektieren, zu kontemplieren, wäre sehr wichtig. Und auch Jupiter, ja Planet der Fülle und des Wachstums, was sich im Stier ja durchaus auch eine materielle Komponente hat. Wie viel Wachstum, wie viel Fülle brauche ich eigentlich? In welchen Lebensbereichen und wo würde ich gerne mehr wachsen? Hätte ich gerne mehr? Und in welchen hätte ich lieber nicht gerne mehr, in welchen Bereichen? Auch das ist ja durchaus möglich. Also hier die Richtungsänderung dieser beiden Planeten. Ansonsten haben wir ja hier die äußeren Planeten alle weiterhin rückläufig. Wir sind inzwischen vom Jahreslauf her
mit der Sonne im 12. Grad der Jungfrau. Wir sind also im zweiten Dekanat, im zweiten Drittel, im mittleren Drittel der Jungfrau. Bewegen uns diese Woche auf die Mitte des Zeichens Jungfrau zu. Das wollte ich nicht. Jungfrau, ja, das Zeichen der inneren Integration, der Heilung, der Ordnung, der Struktur, der Vorbereitung auf die dunkle Jahreszeit, aber auch der Nachbearbeitung hier, so der letzten Wochen und Monate, der Regeneration. All diese Themen können weiterhin von uns aktiv betrieben werden. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond ist gestern am Sonntagnachmittag in den Stier gewechselt, wo er auch heute sich aufhalten wird. Er wird morgen am Dienstag, aber erst am späten Abend, also nach 22 Uhr, 22 Uhr 6, wird der Mond dann in den quirligen Zwilling wechseln. Der Mond ist abnehmend und ist dann bis morgen Abend im Zeichen Stier. Der Mond, Tagesanzeiger der Energie, Reservoir für Bedürfnisse und Emotionen, haben wir im Grunde hier eine schöne Doppel-Erdbetonung, Sonne und Mond beide in Erdzeichen. Das heißt, Sonne und Mond tun sich hier nicht weh. Die Bedürfnisse, die der Mond hat, können von der Sonne umgesetzt werden. Das ist immer schon mal so eine gewisse Grundharmonie. Und mit Mond im Stier geht es ja ganz viel um Natur, in die natürliche Rhythmik zu finden. Auch um die Themen Sicherheit und Sichern. Wo gibt es Bereiche, wo ich mir mehr Sicherheit wünsche oder wo ich selbst was dafür tun kann, dass mehr Sicherheit in meinem Leben entsteht? Und in welchem Bereich geht es auch nicht darum, unbedingt, dass ich jetzt von außen Sicherheit erwarte, sondern wo es eher darum geht, dass ich selber Sicherheit gebe, wo ich Dinge absichere, auch wo ich vielleicht auch anderen Menschen mehr Sicherheit gebe. Und sei es, dass ich ihnen mehr Selbstsicherheit für ihr eigenes Leben vermittle. Soweit die Konstellation heute am Montag. Morgen am Dienstag gibt es ein weiteres Tageshoroskop. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Liebe und Gute für euch. Bis dahin und tschüss.